Kannst du bitte aufhören zu brennen? Also die Pfeile. Gottes Willen. So, irgendwo läuft noch Gegner rum. Nee, bei der letzten, okay. Es ist getan. So viele Leben zu Asche verbrannt. Ist noch jemand übrig? Wir müssen schnell sein. Es kommen noch mehr. Hast du das gehört? Ja. Es war auch nicht unbedingt unauffällig, ja? Pentu! Oh Götter! Unglaublich, du lebst! Ich lasse dich nicht zurück! Meine Vettern haben einen Hof in der Nähe. Vielleicht ist der noch sicher. Hilf mir, Pentu dorthin zu bringen. Natürlich. Ich nehme ihn. Na komm her. Ach, ich kann gerade meinen Kamel nicht rufen. Dann nehme ich auch das Pferd hier. Auch schön. Irgendwie kommt das bekannt vor. Ipi! Abana! Pentu verdankt dir sein Leben. Das war nichts, was du nicht auch getan hättest. Er verdankt dir sein Leben. Aber das war bestimmt noch nicht alles. Nein. Diese Hunde werden uns sicherlich weiterjagen. Ich rede mit Hakuf. Wir müssen einen Weg finden, Sefetu zu uns herauszulocken und... Ich kann deine Leute nicht aus der Duat zurückholen, aber ich helfe dir, dein Dorf zu rächen. So. Das ist gerade ein gutes Stück weit weggerutscht. So, das sollte aber nicht allzu lange dauern. Ich werde jetzt erstmal auf das Kippen hier verzichten, denke ich. Was ich mich halt gerade frage, deswegen würde ich auch kurz ein bisschen Gedanken sortieren möchte. Wenn diese ganzen Verbrecher durch ganz Ägypten ziehen... Und dabei diese Spur des Blutes hinterlassen. Warum gehen wir nicht einfach direkt zu ihnen? Und meucheln sie. Ich meine, natürlich ist es wichtig, die Untergebenen auch aufzuhalten. Ja gut, wenn der Anführer tötet, ist das so wieder nur den Effekt, dass jemand anderes nachrückt. Da war ja was. Aber so eine grundlegende, fundamentale Widerstandsbewegung aufzubauen, das dauert halt. Oh. Wow. Dann schauen wir mal, was der Braumeister über seinen vermissten Gehilfen zu sagen hat. Die Braumeisterin. Bitte, Medjay, darf ich dich kurz stören? Hakufs Assistent Nessamun brachte eine Bierlieferung die südliche Straße runter. Aber er kam nie in Jammu an. Bitte, kannst du ihn suchen und sehen, ob es ihm gut geht? Ich sehe es mir an.
Das Bier war gedacht, um Sachbet zu ehren. Wenn er es getrunken hat, wird er ausgepeitscht. Also im besten Fall hat er das Bier getrunken und wird es ausgepeitscht. Im schlechtesten Fall liegt seine Leiche irgendwo im Boden. Cool. Weil ihn schon irgendjemand anders getötet hat, natürlich. Oder er hat sich eine Alkoholvergiftung geholt. Geht den Weg frei! Missgeburt, was soll das werden? Ja! Klingt beides oder alle drei eigentlich nach. Ich ahne Böses. Er ist gefangen, okay. Diese Schakale werden die Menschen in dieser Region weiter ausbeuten. Ich muss mich um sie kümmern. Hey! Kommst du her oder nicht? Erstmal alle Wachen anvisieren. Einmal noch. Das waren alle? Ich kann da nicht von oben freilassen, ja. Du willst nicht gegen mich kämpfen. Das sind nicht die Droiden, die ihr sucht. Was? Ich töte dich! Vorsicht! Ader! Hab ich dich! Ich dachte eigentlich, der Schakal könnte den töten, aber nö. Ah doch, der Schakal macht sich so unten dran. Okay, gut. Mal schauen, wer gewinnt, die beiden Soldaten oder der Schakal? Anscheinend die beiden Soldaten, der Schakal hat ab. Okay. Wie ein kleines Minzkätzchen. Okay, neue Doppelschwerter, sehr schön. Dich holen wir gleich. Okay, dann mal her damit. Bist du Nesamun? Bist du wohl auf? Happy sei Dank, ja. Was war denn? Ich brachte eine Bierlieferung nach Yamu und plötzlich kamen diese Bastarde. Und? Ja, schon gut, ich bin kurz eingeschlafen. Trotzdem, die haben einfach alles ausgetrunken und gedroht, mich zu töten, wenn ich nicht mehr für sie braue. Bring die Ochsen zurück nach Sais. Du hast eine neue Lieferung vorzubereiten. Schlaf diesmal unterwegs nicht ein. Ich kann die leider nicht mehr befragen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass die nicht allein getrunken haben. Aber die mir tatsächlich brauen lassen. Ach du Schande.
Ja, Bierbrauen geht im Vergleich zu anderen alkoholhaltigen Getränken ja relativ fix. Also ist gut möglich. Hier ist ein Aussichtspunkt, den wir noch nicht hatten. Hm. Mal kurz die Aussicht genießen gehen. Ach ja. Oh, Sandsturm. Krass. Echt krass, wie groß das Ding ist. Meine Liebste, dein Vater hat sich diesmal selbst übertroffen. Ich sagte dir, der Mann hat es auf mich abgesehen. Der Wachposten, zu dem er mich abkommandiert hat, ist unfassbar gefährlich. Es ist vermutlich nicht klug, ein Feuer in diesen banditenverseuchten Landen anzuzünden, aber entweder das oder die Hyänen fressen mich bei lebendigem Leibe. Meine liebe Behenno, bitte versuch, ihn zur Vernunft zu bringen und mich nach Hause kommen zu lassen. Was zum Henker? Ja, ich glaube, die hat es nicht überlebt. Anderer Spieler, juckt mich nicht. Zumindest nicht fürs Let's Play. Gut, wir haben hier noch eine Quest. Wir haben hier noch Quests. Eingerichtete Tauschstücke, Haut. Ich würde sagen, wir machen die hier erstmal. Sind ein bisschen abseits und sind auch niedrigere Level. Mal schauen, wie weit das geht. Es sollte nicht allzu weit sein. Es sind nicht so 1000 Kilometer, ganz genau. Wir reiten 1000 Kilometer in einem Tag. Moment. Egal. Ich dachte, ich starte irgendwo in der Nähe. Es sind ja nicht so 1000 Meter wie letztes Mal oder so. Oder mehr sogar, 1500 oder so. Das hier ist Sperrgebiet? Nee. Ich kann sagen. Wie kommt ihr inzwischen zurecht? Hast du je bessere Arbeit gesehen als die von Onuris? Vielen Dank, Nebet. Ich wünschte, ich könnte mir seine Waffen leisten. Ah, die Schlange von Serapis. Du kennst seine tragische Geschichte? Nicht die ganze. Oh, er war ein wahres Meisterwerk. Der Schaft, umwickelt mit wassergehärtetem Leder. Die Spitze, geschmiedet aus himmlischem Metall. Ich würde ihn gerne sehen. Unmöglich. Ich fertigte ihn für einen von Apollodoros Hauptmännern an, als ich in Sais lebte. Doch Sephetos Männer ermordeten ihn. Deshalb verließ ich die Stadt. Sephetu? Ja, Sephetu, der Feuerteufel, der mit Feuer und Furcht in Sais regiert. Einer seiner Stiefellecker stahl den Speer mit meinem Zeichen darauf. Unerhört. Kannst du ihn nicht zurückholen? Der Mann ist zu weit weg. Er ist auf einer von Sephetus Trieren auf dem Mariotsee. Ich hasse Tyrannen. Meine Reisen führen mich durchs ganze Land. Wenn ich ihn treffe, suche ich nach deinem Speer. Nichts wäre mir lieber, als von seinem Sturz zu hören. Wenn du es schaffst, gehört die Schlange von Serapis dir. Das ist ungefähr das Angebot. Weil du bist Schmied, oder? Kann ich dich mit etwas locken? Brauche ich nicht. Ist gut. Wir haben nicht viel Ramsch. Es ist... Fluch der Langeweile. Den schauen wir uns auch an. Die Fächeraxt haben wir, glaube ich, aufgewertet letztes Mal.